so Dr. Disrespect und er hat aus Versehen seine Rolle gebrochen und hat Menschen respektiert. Und deswegen ist er jetzt. Wie meine Mutter immer sagt, Farian Urlaub. Kannst du bitte deine Mutter mal irgendwie enterben? Geht das so in diese Richtung? Das geht auch, ja. Okay, hier, dreh dich zum Mikrofon, damit wir nicht wieder ungleich laut sind. Liebe Leute, wir setzen uns daran, die Audioqualität wird irgendwann in der Zukunft, spätestens irgendwann, wenn uns, besser. Wenn uns RTL kauft oder so, ja. Oder wie die Sender alle heißen, MDR Kultur, eines Tages. Also das Problem ist halt, dass ich hier ein relativ hochwertiges, teures, neues Mikrofon habe, aber halt auch nur eins. Und da jetzt noch so eins hinstellen. Und das von Tino, das hat halt mehr so, ich habe Bock, alles im Raum aufzunehmen. Und das verträgt sich nicht so gut, wenn wir dann 2 Meter nebeneinander auf derselben Couch sitzen. Mein Mikro ist halt ein Workaholic. Wir haben gerade über ganz viele tolle Sachen geredet, unter anderem die Wirkung von Drogen. Ja, und Vegetarismus auf den Körper, den menschlichen Körper. Keine gute, wie sich rausstellt, denn Farin Urlaub sieht nicht mehr aus wie 20. Nee, und der ist sehr, sehr viel nur vegetarisch in seinem Leben. Merkst du was, Tino? Er isst manchmal Fisch, aber sonst halt echt auch keine Milch mehr und so. Und er sieht jetzt irgendwie aus wie 80 auf den Fotos. Oder er sieht eigentlich so aus, wie er alt ist, kann man sagen. Und es gibt ein neues Pressefoto von den Ärzten, also von die Ärzte. Und da sieht Farin erschreckend alt und gebrechlich aus. Also richtig, weiß ich nicht, abgemagert im Gesicht. Ja, ja, ja. Und ist das der Krebs? Ja, komm, Alter, es geht. Der hat halt einfach, der hat so süße Lachfalten. Aber auch der Winkel ist ungünstig, ne? Dass er das Foto so abgewunken hat, finde ich halt so komisch. Ja, weil es ihm egal ist. Und Rod, wie gesagt, relativ wie immer so, hat sich kaum verändert, finde ich. So ein paar Fältchen. Fleischesser. Fleischesser und Bela der Veganer. Chile ist halt einfach ein Fleischland. Stimmt. Und Bela der Veganer hat halb graue, halb schwarze Haare. Also auch, scheint auch nicht gesund zu sein, ja. Der Veganismus. Hätte er sein ganzes Leben lang vegetarisch bzw. vegan gelebt, hätte er jetzt beide Seiten grau. Also backen wir nicht nächste Woche vegan, wir backen nächste Woche einfach einen Fleischkuchen. Deal. Gut. Das ist ein gebürtiges Staffelfinale. Ich muss, glaube ich, gerade mal niesen. In diesem Sinne ein herzliches Aloha. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Warte, ich krieg den Nieser weggedrückt. Ah. Ist das gesund? Das ist alles gesund. Mein Arzt ist im Urlaub, ich weiß nicht, was gesund ist. Mein Arzt ist im Urlaub, ich kann also nicht sterben. Ja. Es kann nichts passieren. Liebe Leute, wir sind Brennpunkt Internet, Tino Anrancher und... Der Robin Nostrabimus. Genau die, Alter, wie geil ist das denn? Wir sind wieder da und was auch wieder da ist... Wir sind zurück ist. Nach einer Woche Pause. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Was auch wieder da ist, ist... Der Krebs. Nee, der Urknall. Ach so. Den haben diese Woche alle gehört. Es war eine sehr explosive Woche, das stimmt. Und der Urknall war natürlich meine hasserfüllte Mail an die GDSK. Absolut. Absolut. Das was die ganzen Medien beschäftigt hat. Das hat man einmal von hier bis nach Timbuktu gehört. Die GDSK ist die Gemeinschaft... Deutscher Schnellkuriere. Aha. Und diese Gemeinschaft hat sich einfach meines Pakets angenommen, das ich aus dem Ausland bestellt habe, ohne dass ich gefragt habe. Und ich habe natürlich erstmal Recherche betrieben. Was ist denn die GDSK bitte? Noch nie gehört. Stellt sich raus, 1,7 von 5 Sternen bei Google. Und alle sagen, Scam, Scam, Scam. Ganz so schlimm ist es nicht. Die haben quasi ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass sie diese Pakete annehmen. Verschwinden lassen. Erstmal bei sich im Lager verschwinden lassen und dann dir in Rechnung stellen, dass sie das da lagern und dass sie das quasi verzollen, beziehungsweise dem Zoll in Frankfurt am Main, in dem Fall am Flughafen, quasi das Paket geben zum Verzollen. So. So habe ich es verstanden. Und dann kostet das sehr viel Geld. Was du machen kannst, was halt viele nicht machen, ist es selbst verzollen. Das habe ich jetzt gemacht. Mhm. Dann sparst du dir diese ganze Scheiße. Musst halt trotzdem diesen Brief von denen da hinschicken. Das habe ich auch nur als Foto gemacht. Fickt euch. Und musst halt trotzdem mit dem in Kontakt halten, obwohl du das nie ausgesucht hast. Und ich habe echt an jeder Stelle gesagt, ey, sorry. Hat mich keiner gefragt. Ich habe keinen Bock auf euch. Meinten, ich nehme es nicht persönlich, junge Frau hier am Telefon. Aber ich habe, was kann ich machen, damit ich nichts mit euch zu tun haben muss? So, und dann habe ich eine Selbstverzollung gemacht und das war das Dokument, was mir bis jetzt am meisten auf den Sack ging beim Ausfüllen.
Das ist so hart. Du sollst da alles angeben. Also ein paar Daten werden dir dann vorgegeben so. Aber du sollst da alles angeben, auf welchem Weg ist das Paket angekommen. Ja? Auf welchem Paket wird es dann weitergeliefert und so. Und du kennst dich damit überhaupt nicht aus. Dann musst du angeben, was es genau ist in dem Paket. Da schreibst du aber nicht hin, Kostüm. Nein, da gehst du in einen Katalog, der 20 Kapitel hat. Unterhalb dieser Kapitel sind nochmal dann 100 Unterpunkte, die du dann anklicken kannst, wo du dann siehst, wo es eventuell reinpasst. Ich habe es nicht gefunden, das Richtige. Ich habe dann irgendwie Faschingsartikel oder sowas angegeben. Richtig Cancer. Aber jetzt habe ich Zoll bezahlt, habe überwiesen, 22 € glaube ich. Und eventuell kommt das Paket jetzt tatsächlich bei mir an nach Wow. anderthalb Monaten. Gut. Wo kam das her? Aus welchem Land? Das möchte ich nicht sagen, ist mir unangenehm. Also China. Also. Ja, ist halt wirklich so. Ich habe vorher echt, ich habe alles gecheckt auf dieser Scheißseite und da stand halt, also wie sich rausstellt, habe ich auf der falschen Seite geguckt. Ich habe auf der deutschen Übersetzung geguckt und da gab es kein Impressum in dem Sinne. Brauchen die auch nicht, glaube Auf der ich. internationalen oder zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, gab es das nicht. Als ich jetzt nochmal geguckt habe, war da plötzlich Adresse Xi Jinping, Zhongzhang, ja, so. Wie klar, ja. Ja, ganz klar. Und wann haben wir eigentlich angefangen? Ich sage einfach mal 5. Da stand halt zu dem Zeitpunkt, als ich geguckt habe, damals 1988 in Georgia oder so gegründet. Sind scheinbar umgezogen nach China. Ist jetzt, wie es ist. Es war ein Schnapper. Es war ein Schnapper. Diese Maskottchenkostüme kriegst du halt nicht für. Ah, ich weiß welches, ja. Ja, die kriegst du halt nicht für unter 400 € oder so. Also, es sind halt diese richtig großen aufgeplusterten. Wobei ich mich für eins entschieden habe, was ziemlich beschissen aussieht, weil ich dachte, es hat einen zusätzlichen humoristischen Effekt, wenn es halt so richtig dumm aussieht. Aber hat's nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe halt nur 130 € bezahlt und das ist halt schon, also für so ein Kostüm Es ist wenig, ja. relativ wenig so. Aber Postprobleme hatte ich jetzt auch. Ich habe für einen Kurzfilm auch Kostüme bestellt. Und es stand immer irgendwie da. Also ich habe 10 Artikel bestellt und 9 kamen an. Und bei einem hieß es, es wird morgen Abend um 9 geliefert. Aha. Aber es kam nichts. Und es kam auch nach dem Dreh noch nicht an. Vor allem abends um 9. Ja, dann kam irgendwie die Meldung, ist abgegeben worden. Aber es war nirgends da, also auch nach 3 Tagen nicht. Und habe es dann auf Zurückschicken schon angeklickt, irgendwie von wegen, ich will das, es kam zu spät an und ich will mein Geld zurück. Und dann kam aber die Meldung, dass ich das Geld erst wieder bekomme, wenn ich das zurückgeschickt habe. Aha. Und dann gab es nicht mal die Funktion anzuklicken, dass es nicht angekommen ist. Da war ich voll im Struggle, musste rumtelefonieren bei dem Shop quasi, musste dann sagen, es kam aber überhaupt nicht an, ich habe mich verklickt, ich habe es zu früh gemacht so und jetzt bekomme ich mein Geld zurück. Aber ich dachte, was für eine Scheiße, ich musste dann am Drehtag nämlich extra noch was kaufen, extra, was dreimal teurer war als online. Also in 9 von 10 Fällen klappt es online, aber im 10. Fall bist du der Gelackmeierte. Deswegen kauft immer im häuslichen Tante-Emma-Laden und bestellt nicht Richtig? irgendwo, das ist schlecht. Ja. Unterstützt keine großen Versandhäuser und falls doch, nutzt meinen Affiliate-Link. Stimmt. Oder Smile.Amazon geht auch, glaube ich, ne? Was ist das? Das ist, dass die dann Geld spenden müssen irgendwie. Oder nicht Okay. müssen, aber die wollen Geld spenden und geben so einen Prozentsatz immer ab an gemeinnützige Zwecke. Aber Ja, Affiliate nutzt ist meinen besser. Ja, Affiliate-Link, das ja. ist auch gemeinnützig. Das geht auch an hilfsbedürftige Menschen. An einen vor allem. Ja. Ja, also das waren so die zwei Explosionen, die man diese Woche gehört Mehr hat, war ne? eigentlich nicht, ne? Ja. Mehr hat also. Ja, die Woche ist für mich, finde ich, eine 2 Ja. bisher. Nein, es geht natürlich um Beirut. Ja, also nicht Bayreuth, ja. Das habe ich im Stream tatsächlich einmal aus Versehen gesagt, aber zu meiner Entschuldigung, es war auch ein Kopfschmerz-Stream. Aber es dachten auch viele. Also, ich habe einen Fall gelesen von einem Mann, der an irgendeiner Zollkontrolle war und der kam aus Bayreuth. Und der Mann an der Grenze meinte: Ja, oh, you're coming from Beirut, I'm so sorry. Also, no, no, no. Bayreuth, it's in Germany. Ah, oh, what? Und so hat es nicht gerafft, dass er dachte, dass dann in Deutschland eine Bombe hochgegangen ist. Ja. Oh, I saw it, Beirut. No, Bayreuth is me, where I coming from, and Beirut is a Bombe gewesen. Es ist im Libanon, da wo ganz viele Flüchtlinge auch sind, aus Syrien. Also spätestens jetzt ist es wohl Zeit für Bombenstimmung 2, mein Nachfolgehit. Auch wenn in dem Fall das keine Stimmt. zusammengebaute Bombe war, sondern
was ist denn eigentlich passiert, Tino? Weil ich als geneigter Brennpunkthörer, ich weiß ja immer nichts. Ich muss ja immer den Brennpunkt hören, damit ich weiß, was auf der Welt los ist. Ich weiß auch nur, dass es noch nicht ganz sicher ist, wo das eigentlich herkam. Es war wohl auch zufällig irgendwie eine Fabrik oder so, wo auch Pyrotechnik gelagert wurde oder irgendwas, was eh explosiv ist. Du bist also schlecht informiert. Ja, so halb. Also ich weiß, dass was explodiert ist so und wo es passiert ist und dass man nicht ganz weiß, wo es herkommt. Und wer war denn das? Der US-Präsident vermutet einen... Wer war denn das? Trump war es. Dieser Trump. Mhm. Der vermutet einen Anschlag. Nein, es war natürlich kein Anschlag. Also das war absolute Fahrlässigkeit. Denn in Beirut wurde, was weiß ich, wie es hieß, ne? Irgendwas, Ammoniak, nee. Also irgendeine Chemikalie Adrenochrom gelagert. Adrenochrom oder sowas. Adrenochrom war es, genau. Ammoniumnitrat, glaube ich. Genau, irgendwas wurde da gelagert, was wohl... Ist ja auch egal, ist. Es ist auch egal, ist das egal, Entscheidende war, sind die geilen Videos, Mann. What? Hast du die Videos gesehen, Alter? Wie geil. Hab ich nicht, nein. Hast du wirklich nicht? Nee, hab ich nicht. Alter, willst du mich verarschen? Ich hab nur die Bilder gesehen. Also willst du mich verarschen? Die Videos, die sind der Shit. Es gibt dann sogar Drohnenfahrten hinterher, vorher, nachher, Bilder von oben rauf. Da, Alter, wo vorher ein Hafen war, war später nur noch ein Loch. Als hätten sie es gewusst, dass überall Kameras drauf gerichtet waren. Ja. Finde ich ein bisschen verdächtig. Also es gibt schon sehr, sehr viele... ich will jetzt nicht sagen geile Videos, aber sehr geile Videos von Leuten, die halt sehen, dass da vorher ist ja schon so eine Rauchfahne, wie du sagst, da ist auch Feuerwerkskörper nebenan gelagert worden und das ging dann erstmal los und du siehst so Blitze im Feuer und dann gibt es unter anderem so Videos, wie ein Ehepaar zum Beispiel am Fenster steht und die Frau schon übelst hysterisch ist, hysterisch in dem Fall, nicht negativ konnotiert, das klingt vielleicht so. Oh, geil! Sie ist halt in dem Fall die Klügere und sagt zu ihrem Mann, ey, bist du bescheuert? Mach das Fenster zu und geh vom Fenster weg und so. Und er so filmt halt weiter. Und es gibt diese kleine Explosion halt und dieses Feuerwerk. Und es hat so eine krasse Dramaturgie, weil sie immer weiter, ey, geh von dem Fenster weg. Und es spitzt sich zu. Und durch dieses Feuerwerk kommt halt so ein Flammengeräusch, was irgendwie immer lauter wird. Und dann kommt halt erst die richtige Explosion, die alles weggefetzt hat. Die große, ja, ja. Die einmal quer durch die Stadt ging. Also das muss ich dir jetzt halt auch einfach mal live hier zeigen. Ja, voll gerne, voll gerne. Voll geil, wie viele Leute da sterben. Nein, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Wir sind natürlich ein bisschen sensationsgeil, weil wir sind Brennpunkt Internet. Wir brauchen sowas, ja, damit wir mal auf die 10 kommen. Einfach technisch gesehen. Einfach technisch gesehen eine gute Explosion, muss man sagen. Hier, ja, Tino. Viel Qualm, ja. Also erst viel, viel Rauch. Da sieht man so die Blitze vom Feuerwerk zwischendrin. Und das Einzige, was noch steht, ist dieses Silo daneben. Da war ganz viel Getreide drin. Das ist eigentlich das... Bäm, Alter! Holy Macaroni! So. Die war ja fett. Die sah ja aus wie ein... Die war adipös, bitte. Wie in Hollywood sah die aus. Wie in Hollywood. Ist halt wirklich so. Also wirklich... Ist natürlich bitter, weil über 100 Leute sind gestorben. Über 300.000, glaube ich, sind obdachlos gerade. Mhm. Weil die Wohnungen natürlich übelst zerscheppert wurden. Das führt ja auch zu Hungersnöten, ne? Also es ist alles nicht so geil. Nicht nur die Zerstörung an sich, sondern weil genau daneben stand halt ein Getreidesilo. Ja. Wo halt, was weiß ich, wie viele tausend Tonnen an Getreide gelagert wurden. Alles weg. Könnte auch ein Anschlag gewesen sein, ja? Also wenn das gezielt gemacht worden ist und die wussten, daneben ist das ganze Essen von den Leuten. Nee, es war schon fahrlässig. Die haben irgendwie seit 6 Jahren da halt dieses Zeug gelagert und alle haben gesagt, ey, mach das mal nicht. Und das ist dann so eine Situation, wo man dann hinterher dastehen kann. Ich hab's euch ja gesagt, aber es fühlt sich leider nicht gut an. Captain Einsicht, ja. Wo bist du? Ja, aber die Bilder. Tino. Sprechen wir sich. Es gibt halt wirklich Aufnahmen von einem Berg 15 Kilometer weiter weg, der die Explosionswelle abbekommt. Dann bis, ich glaube, Zypern oder so, was irgendwie 120 Kilometer weg ist. Auch da hat man die Explosion gehört. Ja, ich habe auch gelesen, dass irgendwie Fenster auch zersprungen sind, so Kilometer entfernt von der Explosion. Das war schon ziemlich hart. Na, vor allem, was die Leute immer nicht so auf dem Schirm haben, ist, die sehen die Explosion und wissen nicht, dass es so 2-3 Sekunden dauert, Verzögerung, bis die ankommt so. Und die filmen lustig weiter und auf einmal... Großartig. Also Action-Spektakel auf jeden Fall. Tut mir leid für die Leute, die gestorben sind. Kann ich leider nicht ändern. Deswegen kann ich mich immerhin an den Bildern erfreuen. Ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber komm, also... Es sah schon spannend aus. Ja, also es ist halt einfach beeindruckend. Wie 9-11, das war auch beeindruckend. Die da eingestürzt sind. Ja. Scheiße so für die Menschen, aber es sah schon beeindruckend aus. Eine kleine Unannehmlichkeit? Ja.
Ja, auf jeden Fall die eine der größten nicht-nuklearen Explosionen aller Zeiten. Zumindest Ist das so? die recorded sind quasi. Ja, und die Schätzungen gehen zu bis zu 1,5 Kilotonnen TNT von der Sprengkraft. Schiete. Ja, und wie gesagt, es gibt halt wirklich so Footage von oben gefilmt oder fotografiert, wie du halt den Hafen vorher siehst und hinterher. Und da ist halt einfach nur ein Loch und nichts steht mehr. Es ist wirklich Wasteland. Da sind ja auch dann die Menschen pulverisiert worden, ne? Da ist ja auch nichts mehr übrig wahrscheinlich von denen. Gute Frage. Will ich mir nicht vorstellen. Ich will einfach nur die Explosion sehen können mit Freude. Freude ist das falsche Wort. Wir gehen schnell zu was anderem. Es gibt so Orte, wo ich mir eher Explosionen ansehen würde. Ja? Und dann da in Beirut. Ja, nicht Bayreuth. Dann in Beirut. Ja, das ist halt echt der größte Shit, dass das eh schon so ein übelst gegeißeltes Land ist, der Libanon, Alter, die eh schon Hungersnöte haben und denen es eh schon scheiße geht und dann noch das. Können wir nicht mal neben das Weiße Haus so eine Fabrik bauen oder so? Oder in Dresden zum Beispiel? Keine Ahnung. Das Weiße Haus ist auf jeden Fall schon wieder ein gutes Stichwort. Leute, ich weiß, es hängt euch zum Hals raus, aber wir kommen nicht um Trump herum. Das wollen die hören, das wollen die alle hören. Die schalten nur wegen Trump ein. Die müssen es vor allem hören, denn diese Woche ist wirklich ein Interview passiert und ich sage es, wie es ist. Ja, das wird in die Geschichte eingehen. Ja. Es wird in die Geschichte eingehen, aber... Auch das würde ich sagen, stellen wir wieder ein bisschen hinten an. Denn etwas viel Wichtigeres ist passiert, Tino. Und das kannst du uns als Social Media und Webvideoproduktionsexperte am besten einordnen. Dr. Disrespect. Was ist passiert, absolut. Tino? Absolut. Pass auf. Der große Twitch-Streamer, ne? Der ist so Dr. Disrespect und hat aus Versehen seine Rolle gebrochen und hat Menschen respektiert. Und deswegen ist er jetzt im Fadenkreuz seiner Fans. Ja, und was ist passiert? Er wurde gecancelt und musste seinen Twitch-Account löschen, aber freiwillig. Musste er es machen. Ja. Aber er wurde gezwungen, freiwillig seinen Account zu löschen. Und wie geht's jetzt weiter? Arbeitsamt, keine Ahnung. Das ist so großartig, Alter. Das ist so groß. Du warst tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt. Krass. Tatsächlich ist das eine Odyssee, die seit anderthalb Monaten oder zwei mittlerweile sogar oder so geht, ne? Und er wurde einfach von Twitch gelöscht. Oh. Über Nacht, keiner wusste, was los ist, warum, dann ging es immer wieder hin und her, irgendwelche Insider meinten, ich habe Infos und so, keiner wusste was, man hat ihn nicht gesehen in der ganzen Zeit. Leute, wir haben Infos. Wir haben Infos, so wie alle anderen 500.000 auch, die gestern den Stream verfolgt haben. Also nicht Infos zu dem Thema, aber wir haben Infos, allgemein, wir haben Infos. Der gute Dr. Disrespect, den ich auch vorher nie geguckt habe, interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist halt ein Riesenthema, das Internet angucken. Brennt. Ja, der spielt halt tatsächlich eine Rolle, ne? Also, er ist halt so in Verkleidung und spielt eine Rolle. Halt des Dr. Disrespects. Ich glaube, der ist damals durch PUBG oder so auch groß geworden. Ah, doch, den kenne ich, mit diesem Schnauzbart, ne? Genau. Doch, so. Der ist doch mal so aus Versehen revealed worden, wie der eigentlich aussieht, oder? Kann sein, weiß ich nicht. Wie gesagt, nicht so viel mit auseinandergesetzt. Doch, den kenne ich, doch, vom Sehen. Auf jeden Fall hat er vorgestern einen Stream gestartet, der dann auch 25 Stunden durchlief und meinte auf Twitter, we land tomorrow oder so. Und die Leute dachten, ach du Scheiße, jetzt geht's hier los und haben sich dann quasi 24 Stunden einen Stream angeguckt, wo nichts anderes lief, außer so ein 80s-Instrumental. Mhm. Und waren erstmal übelst enttäuscht, aber dann letztendlich war er doch zu sehen. Und er sagt jetzt auch, und das ist eigentlich eine große Sensation, das kann ich dir gar nicht jetzt genug einordnen, er sagt auch, er weiß absolut nicht, warum er gelöscht wurde und er hat nichts gemacht, was das gerechtfertigt hätte. Ist es vielleicht verboten, einfach nur zu streamen, ohne dass was passiert? Nee, das ist ja jetzt auf YouTube. Jetzt ist er auf YouTube gewesen. Ach so. Tschüss. Wiedersehen. Unsere Redaktion verlässt jetzt den Raum. Wir sind auf uns allein gestellt. Vielen Dank. Tschüss. Also er wurde aber auf Twitch gebannt. Auf Twitch gebannt. Aber es kann auch sein, dass Twitch das nicht will. Dass man einfach nur streamt, ohne dass man was macht. Ich bin mir nicht... Nee, das ist ja auf Twitch nicht passiert. Ach so. Der hat seine normalen Streams auf Twitch gemacht, bis vor anderthalb Monaten. Und war, glaube ich, auch der allergrößte Streamer auf Twitch. Und das macht es halt auch so hart. So. Man munkelt da im Hintergrund immer, dass es irgendwie war, weil er vielleicht einen anderen Vertrag mit einem anderen Streamingdienst hatte. Aber das wurde eigentlich alles debunked. Und er sagt jetzt selber, er weiß nicht warum. Wollte ich immerhin mal erwähnen, weil es für viele Leute bestimmt relevant ist. Mir ist es eigentlich scheißegal. Aber er streamt auf YouTube noch, ja? Na, jetzt wieder angefangen quasi. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder regelmäßig da passiert.
Aber wie gesagt, jetzt einen so einen 25-Stunden-Stream gemacht und da dann am Ende kurz gesagt, hier, ich habe keine Ahnung, danke für den Support. Aber dürfte er wieder bei Twitch anfangen? Oder ist er jetzt Das weiß man als halt Person nicht. gesperrt? Also das ist halt super strange, dass Twitch einfach nur so aus dem Nichts sagt, nee, verpiss dich, nicht erklärt warum. Da ist jetzt übrigens der zweite Teil unserer Redaktion, das ist Franz, der gerade seine Nase in unser Waschbecken entleert. Das ist so ein morgendliches Ja, Ritual. keine Frage, ja. Ganz wichtig. So. Für Metal-Sänger auch so. Ja. Ja, also Dr. Disrespect, Tut du mir hast es leid. eigentlich gut zusammengefasst. Tut mir sehr leid, wenn ich irgendwas für dich tun kann, Dr. Disrespect, einfach Melde dich. schreib mir einfach. Ich gebe dir einen Shoutout bei Instagram oder so, dann wirst du Da wieder auf lässt die sich Beine bestimmt was kommen. machen. Ja. Du hast doch da Connections zu Twitch. Ja, total. Du streamst doch da. Hast du jetzt mal einen Gelegentlich. neuen Namen? Ich habe ja eine Insta-Story gemacht und Ja. Menschen gefragt und es kamen fast nur scheiß Vorschläge. Also Hey. eins war ganz witzig. Ja, meiner bestimmt. Der war auch richtig scheiße. Teen Orgasmus. Nee, was war's denn? Ich versuch's gerade zu Irgendwas mit finden. Teen Online, Alter. Ja, richtig scheiße. Damit Warte. du die Creeps baitest. Ich habe sie hier alle und zwar hast du vorgeschlagen, aber werden die nicht alle angezeigt? Wohin? Es gab Ranmacher, G.Sichtswurst, Penispumpen-Shop24, nein, Aber was ist mit Teen Orgasmus? Das ist Lack und doch. Leder. Das ist doch. Da denken alle direkt, oh, da gucke ich mal rein. Ja, ich fand's auch nicht schlecht. Das habe ich nicht gepostet, Teen Orgasmus. Ich habe Teen Online. Das Ach war so. viel schlechter. Wie kann ich denn die Ergebnisse sehen, wenn die abgelaufen sind? Nichts. Gar nicht. Echt Ich scheiße. weiß es nicht. Ich hätte screenshotten sollen. Ja, es gab witzige Vorschläge auch, aber auch keinen, wo ich sagen würde, nehme ich jetzt. Also ich bleibe vielleicht bei Tino Randachinau. Ist halt ein bisschen schwierig, sich zu merken, aber es reicht aus. Und ich mache es ja auch nicht so oft, dass ich jetzt Streamer werden will, aber so einmal im Monat vielleicht mal was machen, ist doch ganz witzig. Na gut, einmal im Monat mal was machen. Ungefähr. Das will auch Jede Frau. jede Frau mit Jake Paul. Überleitung des Todes. Du meinst, sie schlafen nur während der Periode mit ihm? Genau. Weil Jake Paul nämlich ein komischer Mensch ist. Nein, Jake Paul wurde vom FBI geradet. Ja, Ganz weil großes Ding. er Jugendliche verführt hat zum Alkoholkonsum oder so. Also, soweit ich weiß, ist das noch aktuell nicht bestätigt und noch Gerücht. Auf jeden Fall hat das FBI sehr viele Waffen gefunden bei ihm. Warum Und finden die ständig bei irgendwelchen Influencern und Rappern Waffen? ja, weil Amerika, das gehört auch da zum guten Ton. Ja, aber sie dürfen sie offensichtlich nicht, wenn die ständig irgendwie. Ich glaube, das waren vollautomatische und das ist schwierig. Da braucht man wohl eine extra Erlaubnis für oder so. Ich weiß nicht genau. Einfach nur dumm. Kenne ich mich nicht ganz aus, aber ja, was du sagst, ist auf jeden Fall gerüchteweise richtig, dass da irgendwie Feiern stattfanden, auch zu Corona-Zeiten und so, ne? Und da Minderjährige halt abgefüllt wurden. Und da gab es auch, da sind alte Sachen rausgeholt worden. Vor einem Jahr gab es das wohl auch schon mal, dass da auch dann irgendwie sexuelle Nötigung oder sowas passiert sein soll, aber das ist halt alles Gerücht, ne? Es gab doch sogar mal so ein Video von Jake Paul, wo er angeblich einen Typen einbläst, ne? Oh, keine Ahnung, Alter. Solche Sachen gucke ich nicht. Das wurde mir geschickt, Jake Paul schwul und so, und dann ist er irgendwie, hat er jemandem einen Blowjob gegeben, aber es war vielleicht gar nicht er selber, aber es war sehr interessant, das zu sehen. War sehr interessant. Ich hab mich mal genau angeguckt. Ja, aber nur aus Recherchezwecken, Ja. um es hier ansprechen zu können. Ja, Jake Paul. Haben wir mal erwähnt. Ja, mit Recht, warum nicht? Den alten Suicide Forest Nee, das war, Experten. glaube ich, Logan Paul. Da müssen wir Ah, es sind aufpassen. ja Also, zwei, ja, stimmt, das vergesse ich es ist immer. wirklich schwierig. Das vergesse ich. Und Jake ist der Jüngere, ne? Ich glaube, ja, mit den kürzeren Haaren. Ja, Das ist genau. wirklich schwierig. Also da die ganzen Straftaten auseinanderzuhalten, das ist wirklich Und die kompliziert. sehen vor allem so gleich aus. Ja. Die auch alle gleich aussehen, sind die Schwarzen. Und Kein Kommentar. am gleichesten sieht George Floyd aus. Gott, Alter. Nein, ich habe natürlich jetzt hier geschickterweise ein Klischee bedient, Sehr geschickt. um aufzuzeigen, wie dumm Rassismus ist. Ja, genau. Du hast einen Spiegel vorgehalten Ja, gerade. Ja. ich habe einen Spiegel vorgehalten vor sein Gesicht. Ich sehe aus wie jeder andere. Oh Gott. Nee, von George Floyd, beziehungsweise von dem Fall George Floyd ist jetzt die Bodycam-Footage
ich glaube sogar geleakt worden und nicht offiziell gedingst. Ich weiß von es dem gerade nicht einen genau. Cop, der ihn zu Tode gekniet hat. Ich glaube nicht der, sondern der nebenan. Ich habe ganz ehrlich nur durchgeskippt, es war mir dann zu langweilig. Da stirbt ein Mann, ja, voll langweilig. Ja, es geht halt 18 Minuten, Alter. Ich will das auch nicht immer wieder sehen. Das ist halt grausam. Ja, genau. Da gucke ich mir lieber Explosionen an. Nee, also das Ding ist, dass viele Leute gerade so auf der konservativen oder auf der rechten Seite sagen, ey, guck mal. Sag ruhig scheiß Nazis. Die scheiß Nazis. Danke. Die sagen dann unter anderem, ey, guck mal, der hat schon gesagt, I can't breathe, da lag der noch gar nicht auf dem Boden. Ja. Ist das so? Das ist so, das habe ich auch gesehen. Aber, also zum einen sagt er, er ist klaustrophobisch. Mhm. Oder klaustrophob. Deutsch ist schwierig. Und darauf wird halt keine Rücksicht genommen. Auch, also wenn das nicht so ist und das ist nur Gelaber von ihm, keine Ahnung, kann man halt trotzdem irgendwie theoretisch ein bisschen drauf Rücksicht nehmen. Der Punkt ist einfach, selbst wenn das alles völlig falsch dargestellt worden wäre, ja. Er ist tot, trotzdem. Erstens ist er tot trotzdem und zweitens, ja, da wird halt auch gesagt, dass das dann irgendwelche Medikamente oder Drogen sind, die er. Genau, Giancarlo hat er in seinem Zahn aufbewahrt so und nee, hat darauf gewartet. Dass er hatte ja wohl irgendwas intus. Ich weiß nicht mehr genau was. Der Punkt ist einfach, selbst wenn das alles rechtens abgelaufen ist mit der Polizei, was es, also Knie. Was es nicht ist. Knie im Nacken, ne, kann man eigentlich nicht diskutieren. So lange vor allem. Die Beschwerde ist halt, was? Darüber wurden diese Proteste jetzt gestartet, aber es ist ja nur. Der Stellvertreter, es ist ja nur der Funke. Es geht ja da um 1 Million andere Fälle, wo es halt besonders halt gegen People of Color seitens der Polizei ein bisschen zu rough ging. Er ist eben nur einer von vielen und schwarze Menschen erleben das ja täglich, ja, beim Einkaufen, dass sie diskriminiert werden. Und es kursieren ja ständig Videos von irgendwelchen schwarzen Leuten, die von Cops schlecht behandelt werden. Und es ist ja auch irgendwie kein Zufall mehr. Ja, also das ist halt für mich so der größte Punkt, dass es einfach nur ein Stellvertreter ist und da ist auch scheißegal. Also selbst wenn er völlig gerechtfertigt jetzt umgebracht worden wäre, würde ich sagen, ist doch egal, dann sind die Proteste trotzdem stellvertretend für alle anderen. Die haben keinen zu töten, die Cops, so. Ja, außer es ist Gefahr im Verzug, ja, wie ein Amokläufer oder ein Kidnapper, so. Wenn die denen ins Maul schießen, ja, das kann passieren während der Polizeiarbeit, ja, aber... Das ist auch bei diesem Sextape von Jake Paul passiert, oder? Ich glaube schon. Ins Maul schießen. Ich denke auch, ja. Und es war ein sehr großer Penis. Ist egal. Jedenfalls, das gehört sich nicht, jemanden zu töten. Das ist eine Unart. Das ist eine Unart. Das ist nicht das die feine englische Art, das ist die normale amerikanische Art. Ist vielleicht nicht die Mainstream-Meinung, aber es ist meine Meinung. Dass man Menschen nicht töten sollte, wenn sie keine Gefahr darstellen. So bin ich. Zum Glück sind wir Brennpunkt Internet mit Triggerwarnung am Anfang, die wir seit Wochen nicht mehr sagen, seit wir nicht mehr im Radio sind, auch okay. Aber jetzt wieder, liebe Leute. Da kann man auch mal so kontroverse Sachen sagen, Tino. Menschen umbringen. Gehört sich nicht, finde ich. Ja. Ja, Triggerwarnung, liebe Leute, wir machen Witze. Wer bald keine Witze mehr machen darf, ja. Ist Ellen DeGeneres. Was ist mit der schon wieder passiert? Ja, sie hat ja so eine Talkshow, wo ganz viele Menschen eingeladen werden, die ganz besonders sind und denen sie Dankbarkeit entgegenbringen möchte. Und sie schenkt Leuten ständig Geld und Autos und so. Und ihr Motto ist, positive Energie und allen soll es gut gehen. Aber jetzt gab es wohl Leaks oder irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter und aktuelle Mitarbeiter, die sich beschweren darüber, dass sie eine Rassistin ist, also eine Rassistin sei. Die hat auch immer weiße Kleidung an. Stimmt. Ich sehe da ein Zeichen. Ganz oft sehr helle Kleidung und dass sie eine Tyrannin sei. Mhm. Und die ganze Arbeitsatmosphäre ist vergiftet bei Ellen DeGeneres. Und dass Menschen, es gibt wohl Autoren dort, die ganz offen kommunizieren, dass sie sich die Namen von Schwarzen nicht merken wollen. Okay. Und Ellen weiß das und macht nichts dagegen. Und deswegen, und sie muss wohl auch eine Tyrannin sein und hat so Regeln irgendwie, dass man sie nicht ansprechen darf, irgendwie ab einer gewissen Gehaltsklasse oder ab einem gewissen Pegel. Bei einem gewissen Stand in der Firma darf man sie nicht ansprechen. Und das widerspricht ihrem öffentlichen Bild. Das kam jetzt raus und es kann passieren, dass jetzt ihre Show verliert. Also alles, was du sagst, ist mir neu, aber dass sie irgendwie nicht cool ist, das kriege ich seit 3-4 Jahren irgendwie so mit, dass alle immer sagen, dass sie erstens super unwitzig ist, zweitens sich übelst asozial immer verhält. Also es gibt da zum Beispiel so ein Video, wie sie mit Michelle Obama zusammen durch so ein,
ich glaube, Walmart oder so geht und sich halt auch übelst asozial irgendwie verhält. So. Also so disrespectful gegenüber den Mitarbeitern. Aber ich dachte, es ist immer so gespielt, weißt du, so eine Ja, gespielte natürlich. Unhöflichkeit. Ja, jein, weiß ich nicht. Also ich glaube, da hat sich irgendwas gedreht. Früher war sie, glaube ich, ein bisschen mehr so, sie macht Witze über sich selber. Ich weiß nicht, also ich fand die noch nie irgendwie interessant als Person. Von daher Naja, also nicht als verfolgt. Person schon, aber ich mochte ihre Shows immer nicht. Also so Interviews von ihr waren immer ganz, ganz cool so, dass sie sich auch so für Schwulenrechte einsetzt und Umwelt und so ein Zeug. Aber so ihre Show-Interviews, die sie mit Justin Bieber hatte, wo sie ganz groß irgendwie seine Nacktbilder einblendet und ihn fragt, was er davon hält, das fand ich halt ein bisschen schwierig. War der wenigstens noch minderjährig? Nee, der war auch schon volljährig, der Schade. Justin. Sonst wäre er interessant vielleicht für Koma Carsten. Oh. Denn da ist ja ein sozialer Brennpunkt Ein im asozialer lokalen Bereich. Brennpunkt. Ein Asozialer asozialer Brennpunkt Brennpunkt. im lokalen Bereich. Denn jetzt ist MCM herausgekommen mit einem Standman, wie er es sagt. Hashtag MeToo. Hashtag nicht ganz MeToo. Er sagt, seine Wohnung wurde als Bumshöhle missbraucht und hat auch Screenshots veröffentlicht, wo eine 14-Jährige sagt, er hat mich nicht zum Sex gezwungen, aber als ich stark alkoholisiert war, musste ich ihm einen blasen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon seine rechtlichen Wege geht, aber wenn das stimmt, dann könnte es schon ein bisschen tricky werden für den Herrn Koma Carsten. Ich habe eine Sache kommentiert, ich glaube irgendwas, jetzt wird es für die Polizei relevant, habe ich unter dem Video gepostet. Zack, schreibt er mich wieder an auf Instagram, der gute Koma Carsten. Ich habe damit ja eigentlich nichts zu tun, außer dass ich halt zu MCM sage, wenn da was Illegales passiert, meldet das bitte der Polizei. Und schreibt er mich an und sagt irgendwie, wie dumm ich bin und dass dann, wenn das alles durch ist, dann kriege ich auch eine Anzeige. Ich weiß es nicht. Wofür? Gelaber. Also, er sagt, es ist mir alles egal, aber wenn es ihm egal wäre, hätte er mich nicht angeschrieben, so. Ja. Und MCM ist dumm, bla bla. Also, ganz großes Kino. Ich habe dann nur geschrieben, K-cool. KK. Und ja, ich stichel sehr gern. Und ich dann besonders in 14-Jährige rein. Ja. Also er leugnet es, ja, dass er mit Minderjährigen Er leugnet Verkehr das, ja. hatte. Kann ja sein, wir Es wissen es ja kann sein, nicht. dass da nichts passiert ist, dass Ja. das alles rechtens ist, aber also, ich weiß nicht, selbst wenn es einvernehmlich war, ist es nicht ganz so sauber, weil er ist auch ein paar 20 und wenn sie 14 ist, ich glaube, da haben die Eltern nicht das Einverständnis gegeben. Auch wenn die Eltern cool sind. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir bleiben dran, ja. Aber Brennpunkt Schöndorf. es geht sehr schnell. Also ich kenne ja auch Schauspielkollegen. Also es ist wirklich Das nicht. geht ganz schnell, da man kann sich nicht wehren, dann stecken, wenn man einmal im Schauspielbusiness ist, das geht so schnell, dass man in einer 14-Jährigen steckt. Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, dass man so ein bisschen irgendwie total leichtsinnig wird, ja. Also ich habe schon coole Menschen erlebt, die auf einmal richtig eklig geworden sind und eben auch mit Minderjährigen rumgemacht haben, weil sie einen gewissen Stand erreicht haben oder weil es die Gelegenheiten gab, mit solchen Leuten Sex zu haben, die minderjährig sind. Und das habe ich schon immer mit Argwohn beobachtet. Ja, zumindest sollte es Schwierig. gesetzlich abgesichert sein. Ja. Und also bei einer 16-Jährigen wäre das ja noch. Aber bei einer 14-Jährigen wird es dann halt ein bisschen kritisch, ne? Was will man auch mit solchen 14-Jährigen? Ich weiß nicht. Alter, wenn die einmal das Maul aufmachen und labern, ey, Ja, du ne? willst dich erschießen, ne? Egal. Du willst dich auch Aber erschießen, alle. wenn Sibirien plötzlich brennt. Denn das ist nicht gut. Sibirien brennt? Ja. Ist es dann nicht furchtbar kalt? Da, wo Eis sein sollte, ist Feuer. Das ist doch gut. Das gleicht sich ein bisschen aus. Bestimmt. Das ist aber auch so eine Sache, die ich überlegt habe. Ich bin ja jetzt kein Mann der Wissenschaft. Also vielleicht, Ach. also schon, also im Herzen, aber nicht im Kopf, ja. Ja. Wie viele, ja. So. Kann man nicht. Es gibt doch bestimmt chemische Prozesse, bei der irgendwie die Temperatur sinkt oder so. Ja? Irgendwelche zwei Sachen zusammen mixen und dann entsteht statt Hitze Kälte. Muss doch geben. Es gibt doch auf jeden Fall chemische Prozesse, die dann Wärme erzeugen. Dann muss es Ja. doch auch andersrum gehen. Einfach, weiß ich, Salz und Wasser. Wasser. Ja, jetzt nur mal Salz und Als Wasser. Beispiel. Wir schütten jetzt mal 1 Kilo Salz und 2 Liter Wasser nach Sibirien Na? und auf einmal entsteht dann so eine Kältereaktion. So, Aha. das im großen Stil. Aber was brennt denn in Na, Sibirien? da gibt es auch schon Wälder. Ach so. Ja, das hast du gar nicht mitbekommen, ne? So Tannenbäume und Fichten und so.
Ja, zähl mal ein paar Bäume auf, damit die Zuhörer sich das vorstellen Ja, wegen können. Nadelbäumen. Also es ist auch kalt da und da gibt es auch immer Nadelbäume, wo es kalt ist, dachte ich. Ja, aber die sind ja auch aus Holz, ne? Das stimmt. Waldbrände in Sibirien. Das wusste ich echt nicht. Hitzerekord und Brände in Sibirien. Das Hitzewelle in ist doch voll eine Russland. Schlagzeile, die Menschen mal aufrütteln sollte, die nicht an den Klimawandel glauben, wenn Sibirien brennt. Ja, zeitgleich ist halt auch in Kanada die letzte große, lass mich jetzt nicht lügen, nicht Eisscholle, sondern ich glaube, die hatten auch einen Gletscher und der ist auseinandergebrochen oder irgendwie Schiete. so. Also, es ist warm, kann man sagen. Braucht man die eigentlich? Also so Eis Eisschollen. braucht man nicht, nee. Nee, das Problem ist ja Und in Gletscher. Sibirien, dass da in dem Eis das die Dings drin ist, das Gas, was dann hochkommt und das beschleunigt sich immer weiter. Das ist dann exponentiell, HTM exponentiell. Haben die keine Feuerwehr in Sibirien? Vielleicht kommt die da nicht hin, die haben keine Schneeketten oder so. Ach so, oh, das ist schlecht. Ja. Das auf jeden Fall gut zusammengefasst, Tino, danke. Gerne. Gut, dass wir Freiwillige drüber geredet Feuerwehr haben. Eringsdorf, die Sibirien. müssen wir hinschicken. Eringsdorf, genau, die fahren dahin. Bill Gates hat übrigens gesagt, Bill Gates, kennst du das, der uns hier die Chips reinspritzen Genau. will? Er hat gesagt, Corona ist auf jeden Fall nicht besiegt vor Ende 2021. Ja, auf jeden Fall. Also Gamescom 2021 sehe ich schwarz. Wir werden sehen, aber ich sage es auch, wie es ist. Nicht immer dieses, ja, 2020 ist so ein Scheißjahr. Ich glaube, 2020 ist einfach der Startschuss für die Das Scheißjahre. wird noch cool gewesen sein, ja, Ja. 2020. Ihr werdet noch mit sentimentalem Blick zurückgucken Ja. nächstes Jahr. Och, letztes Jahr, wie geil war das noch? Aber ich hoffe echt nicht, ey. Aber ich glaube, doch, es wird passieren. Ich glaube auch, dass die Menschen so unvernünftig sind, gerade wenn es wieder kalt wird und an alle Menschen sich drin reinverziehen, dass dann wieder die Zahlen hochgehen werden, garantiert. Ja. Lass jetzt endlich noch mal über die Ärzte reden, oder? Haben wir eigentlich über die Corona-Demo in Berlin gesprochen Oh, schon? shit, haben wir Letzte auch Woche? nicht. Nee, war das letzte Woche? Ich dachte, es wäre Ich diese. dachte auch, ich weiß nicht ganz genau. Jedenfalls gab es in Berlin eine riesige Demo mit 7 Trilliarden Menschen am Brandenburger Tor. Ja. Wenn nicht noch Die mehr. hatten auch die Marsbewohner noch eingeladen, ne? Genau, und Ja. vom Aldebaran, alle waren sie da. Axel Stoll war da. Hm. Und die Lügenpolizei, also es war eine Demo am Brandenburger Tor gegen die Corona-Maßnahmen und noch gegen Corona. Und Die stecken jetzt unter einer Decke. Sind das jetzt die Lügenpressizei? muss man sagen, ja. Und die Lügenpresse und die Lügenpolizei, oder die Pinocchio-Polizei, die behaupten, es wäre nur 16.000 gewesen. Hm. Aber die Veranstalter der Demo sagen, es waren mindestens 1,3 Millionen, wenn nicht noch mehr. Ich sage, es waren 4 Milliarden mindestens. Man kann es nicht genau wissen. Wir sagen einfach mal, es war beides. Ja. Schrödingers Demo-Besucher. Und es gibt irgendwie auch Fotos, also Vergleiche von der Love Parade und, nee, nicht Love Parade, Das von habe ich auch gesehen, aber die sahen so irgendeiner. verpixelt aus, diese Fotos. Da dachte ich mir, was ist denn das für eine Alle Scheiße? beide. Aber man erkennt, also die waren ja aus dem gleichen Winkel geschossen. Dann der Vergleich, das war diese Parade vor vielen Jahren mit 1,6 Millionen Leuten. Und das war die Corona-Demo zur Höchstzeit. Und das waren ein Viertel weniger, also drei Viertel weniger als auf der Love Parade oder Mhm. irgendwas Demo. Also es waren realistisch nicht mehr als 16.000 Leute. Okay. Ich meine, da kennst du auch die Fotos von China, ja, wie das da aussieht, wenn da Milliarden Menschen oder Millionen Menschen auf der Straße sind. Nicht Milliarden, aber Millionen. Und das war es einfach nicht in Aber Berlin. wir haben doch Werte, um das zu überprüfen. Wir müssen nur 2 Wochen warten und dann gucken wir uns die Corona-Zahlen an. Dann wissen wir, ob es jetzt nun 1,5 Millionen waren oder 17.000. Stimmt. So. Und ich kenne halt einen, der da gewesen ist. Und ich habe ihm gesagt, Alter, das ist doch so Hat er dumm. mal durchgezählt? Er sagte auch, dass die Zahlen nicht stimmen würden von den Medien. Er hätte auch viel mehr gesehen als 16.000. Aber es Okay. ist Unfug. Es ist einfach Unfug. Ja, ist im Endeffekt auch egal, oder? Also. Nee, ist es nicht. Weil wenn es echt 1 Million Menschen gewesen wären, Ja. wäre das ja einer der größten Demos Deutschlands gewesen. Vermutlich, ja. So. Ja, oh, das war ja jetzt Oh ja, Corona, ne? furcht Corona. Krass. Ja, also ist jetzt völlig Abgefahren. egal, ob das jetzt hier so viele Zahlen sind. Zahlen sind egal. Also, was nicht egal ist, wenn man Sind innerhalb von Corona die Schulen wieder eröffnet oder schließen muss. oder schließt. Wo schließt man denn die Schulen? Schließt man etwa die Schulen in Amerika, wo weltweit mit Abstand die meisten Fälle sind? Nein, da werden sie Oh. geöffnet in den USA. Aha. Und sie werden in Deutschland geschlossen, die ersten Schulen. Ich weiß zwar gerade gar nicht wo, aber ich habe jetzt von drei Schulen schon gelesen, die Corona-Fälle hatten, wieder schließen durften.
Und das finde ich ziemlich sinnlos. Dass sie schließen? Nee, dass man sie aufgemacht hat überhaupt. Ja, was man auch aufgemacht hat, ist eine Schule in Georgia Town. Und das ist ein Hotspot von Corona. Das war der Top-Post auf Reddit diese Woche. Einfach nur ein Foto vom Flur. Man sieht hier ungefähr 100 Schüler und fast keiner von denen trägt eine Maske. Nur 6 Stück angeblich. Ja, hat einer in den Kommentaren geschrieben. Und der Governor von Missouri hat gesagt, they'll get over it. Also so von wegen, ja, die werden dann halt krank und dann müssen sie halt nach Hause und vielleicht stirbt doch jemand. Ja, da werden die schon mit fertig, so ungefähr. So, und auch, ich glaube, das war Betsy DeVos, die Bildungsministerin in Amerika, die hat auch gesagt, wenn wir öffnen, dann werden halt Leute sterben, aber es sind nur 0,01% der Schüler oder irgendwie sowas. Und ausgerechnet sind es halt trotzdem irgendwie 14.000 Schüler. Und da sagt man, ja, Kollateralschaden, das gehört eben dazu. Ist, wie es ist. Ich habe auch gelesen, unser Minister Maas, glaube ich, der hat auch irgendein Flüchtlingscamp besucht und ist dann wieder abgereist, weil es zu gefährlich war wegen Corona. Aber nur für ihn. Für ihn war es gefährlich, für den Rest nicht, nee. Okay. Ja, geil. Lass jetzt trotzdem nochmal über die Ärzte reden, denn in Zeiten der Corona-Krise, da helfen nur Ärzte, Tino. Es kommt eine neue Single, wir haben schon drüber gesprochen, und zwar Morgens Pauken. Und alle sind sehr gespannt auf dieses neue Lied, was jetzt im August noch erscheinen wird. Hoffentlich zur Tour, die gespielt wird, wo wir auch Karten haben für Erfurt. Die ersten sind abgesagt worden oder verschoben worden, die ersten Konzerte. Und es taucht auch ein Pressefoto auf von Die Ärzte. Das haben wir am Anfang angesprochen. Uiuiui, war ich schockiert von Fahr in Urlaub. Ja. Eieiei. Ja, wie gesagt, der geht ja auf die 60 zu, ist ja legitim. Solange der noch auf der Bühne stehen kann und Teenager-Liebe singen kann, vielleicht hält er sich auch immer noch dran, vielleicht. Man weiß ja nicht so viel aus seinem Privatleben. Stimmt. Vielleicht praktiziert er halt seit 40 Jahren Teenagerliebe. Das kann sein. Er hat es ja nie zum Geheimnis gemacht. Er hat es nur nie erzählt, ja. Aber er wurde auch nie gefragt. Farin, ich lade dich hiermit offiziell bei uns ein. Erzähl mal von deinen ganzen Teenagern. Wenn Farin Urlaub zum Brennpunkt kommt, ist für mich alles erreicht. Okay. Dann können wir aufhören. Das machen wir für die 100. Folge, okay? Ja, genau. Ich frage einfach mal an. Und ich freue mich aufs Album und ich hoffe, dass es wieder musikalisch sehr bunt ist und so eine Mischung wird aus Gitarre, Bass und Schlagzeug. Genau. Das fände ich gut. Und vielleicht ein bisschen Gesang. Ja, nur ein bisschen. Also ja. von Farin, vom Rest nicht so gerne. Und dass es ein bisschen klingt wie die alten Songs, so ein bisschen wie Planet Punk, so Le Frisur, dass es mehr in die Richtung wieder geht. Also alles, was bis jetzt veröffentlicht wurde, finde ich auf jeden Fall besser als, was war das letzte, Jazz ist anders? Auch, echt? Ja, stimmt. Jazz ist anders, war das davor. Also auf Auch sind halt wirklich ganz finstere Titel dabei. Ich kann es nur immer wieder sagen. Tamagotchi, Bettmagnet, Miststück. Ja, Miststück geht eigentlich, finde ich. Du nach Oma riechendes Miststück, Oma Schlüpfer. Ja, du riechst wie Pferd, du bist nichts wert. Also ganz ehrlich, da habe ich schon Besseres erlebt von den Ärzten. Tut mir leid, das ist, da geht nichts. Nee, einfach nein. Ja, ich finde die Farin-Songs auf dem Album gut. Ja, wie immer eigentlich. 1, 2 Rotz-Songs, glaube ich, gut. Von Bela fällt mir keiner ein, den ich gut finde. Ja. Aber wir sind beide Ärzte-Fans, deswegen müssen wir das hier zum Thema machen. Außerdem haben die Ärzte ja auch mit ihrem einen Song für jetzt vor ein paar Monaten so ein bisschen das Internet in Wallung versetzt. Und da kann man ja hier auch nochmal drüber sprechen. Und ein Song war gut von Bela bei Auch, und zwar Zeitverschwendung. Ne. Den fand ich gut. Nee. Hast du nichts Besseres zu tun? Das war für mich, das hat das erste Mal für mich das gewirkt wie so ein Abgesang, von wegen die Luft ist raus. Zeitverschwendung. Ganz ehrlich, der ging nicht nach vorne, ich weiß nicht. Naja, der hat so vor sich hin meandert, ja, und war nicht meins. Und dann auch noch als Single, das war die erste Single. Und ich dachte, okay, Abgesang, here we go. Ungewöhnlich für die Ärzte, weil meistens Farin immer den Anfang macht. Und ich habe einen Podcast gehört mit ihm, Reisen, Reisen, wo Farin zu Gast war, wo er erzählte, dass ihm Männer sind Schweine im Urlaub, also auf Reisen eingefallen ist. Und dass der Song hieß erst Lady Diana. Und ich bin froh, dass er das nicht gemacht hat. Ja, aber warum? Also war ein ganz anderer Text dann dazu, oder? Er wollte so ein Grace Kelly 2 machen, quasi. Ah, okay. Na gut. Da haben wir auch nochmal drüber geredet. Bevor wir zu Trump kommen, Tino, was willst du noch loswerden? Was will ich loswerden? Thilo Sarrazin, der beste SPDler aller Zeiten, ist ausgeschlossen worden. Durch seine rechten Thesen. Von zu Hause, ne? Schlüssel weg. Richtig, richtig. Okay. Ist ausgesperrt worden und, also von der SPD ausgeschlossen worden.
Und das finde ich sehr gut. Wobei man jetzt Angst haben muss. Also das Ding war ja, Der nächste, der dass. ausgeschlossen wird, ist der Kühnert, weil der, Ne, Bundestag will. ja, und obwohl Ja. der gar keinen Dings Keinen hat, Abschluss keinen hat, Abschluss ja. hat. Oh. Das Ding, was Sarrazin ist, dass immer alle sagen konnten, ja, rechte Thesen gibt es auch in der SPD. Es ist gar nicht wirklich rechtsradikal. Es ist einfach nur no normal, so zu denken, so ausländerfeindlich und rassistisch. Wenn der jetzt raus ist, gibt es das nicht mehr. Klar, es gibt in der SPD noch einzelne Leute, die ein bisschen komisch sind, aber Sarrazin war ja schon das rechte Zugpferd so in der SPD. Dass der jetzt raus ist, tut der SPD sehr gut. Und ich bin gespannt, was die SPD daraus machen wird. Und was Sarrazin vor allem daraus machen wird, weil er bisher immer sagen konnte, bei seinen Büchern, SPD-Mitglied Sarrazin spricht die Wahrheit. Ja. Und es war auch noch so ein Verkaufsding, ja, weil die SPD ist ja ein großes Ding auch, eine große Partei. Ob er jetzt zur AfD gehen wird, Nee, frage der ich tritt nicht. ein bei Widerstand 2020. Neue Partei. Kommt nächstes Jahr hoch. Haken machen und unterschreiben. Was für ein Haken? Hakenkreuz? Ja. Schön. Ja, meine Tino, Mate. sag mal, wie viele Jahre trinkst du jetzt schon Mate und kannst es immer noch nicht? Dein scheiß Selbst Trump kann besser trinken als Hipstergetränk. ich. Ja. Dino hat sich und fast mich vollgekleckert hier Aber mit nur diesem fast. Aschenbecher-Gesöff. Es schmeckt echt ein bisschen so. Club Mate. Es gibt auch noch Mio Mate und Kolle Mate. Und es gibt auch noch Schachmate und das ist nämlich Trump hoffentlich bald. Schwachmate. Auch beides. Trump ist mal wieder ein bisschen bloßgestellt worden. Und es ist wirklich ein historisches Ereignis für mich gewesen. Und ich glaube auch, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ein Wendepunkt sein könnte, dass wirklich auch Hardcore-Trump-Supporter vielleicht endlich mal sehen, dass er nicht der geilste Mensch der Welt ist. Wird nicht passieren. Und aber warum ist es passiert? Warum wurde er so quasi zerstört? Einfach nur, weil mal nachgehakt wurde. Weil nicht einfach hingenommen wurde, wenn er irgendwas behauptet, sondern mal nachfragen. Da heißt es dann zum Beispiel, also es geht, kurz erklärt, es geht um ein Interview, das Jonathan Frakes, achso. Swan heißt er, glaube ich, mit Trump geführt hat, und zwar für Axios. Und das ist diese Woche richtig hart viral gegangen, weil es so What the fuck-Momente beinhaltet hat. Und unter anderem wurde er wirklich einfach nachgehakt, wenn Trump zum Beispiel sagt, Many people say bla bla bla. Who says this? Also, dass man einfach nachfragt, wer sagt das denn? Ja. Oder, ja, aber guck doch mal die Corona-Zahlen an. Dann sagt er, read the manuals, also liest die Bedienungsanleitungen. Und dann fragt der Reporter nach, what manuals? Read the books. What books? Einfach nachfragen. Und Trump hat natürlich nie eine Antwort, weil er einfach nur seine Phrasen ganz wie Ja, immer halt in den wie wir Raum scheißt, eigentlich, ja. genau. Und nie wird das hinterfragt. Und ich frage mich, warum? Auch bei seinen Pressekonferenzen, da sind so viele Reporter einfach nachfragen, das passiert halt nicht. Und genau deswegen ist das so entscheidend, dieses Interview, und so groß, weil das das erste Mal wirklich passiert ist. Und ich frage mich, warum hat das so lange gedauert? Ja, gute Frage. Ich glaube, es kann auch sein, dass er sehr genau prüft, wer ihn interviewen darf. Vermutlich. Und dass er bei manchen weiß, dass sie sehr investigatorisch sind und sie nicht ranlässt. Und jetzt ist wohl mal einer durchgerutscht, dieser Jonathan Frakes. Na, der hat ihn halt schon sehr oft interviewt, auch erst zuletzt im Juni oder so, also Aber relativ oft. auch so Nee, Hardcore-mäßig. ein bisschen weniger. Das ist Siehst halt, du? der hat halt einfach jetzt so ein bisschen die Strategie scheinbar geändert. Oder vielleicht hat er auch langsam erkannt, dass Trump vielleicht nicht der geilste Typ ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube da schon, dass der ein oder andere Journalist so eine kleine Agenda hat. Und bei ihm vielleicht weniger. Ich weiß es nicht. Aber es ändert nichts. Also die Trump-Supporter werden das gucken, werden sich denken, ja, dieser Reporter da, der Interviewer, der hat ihm Fallen gestellt und so und. Ja, die Hardcore-Leute. Es gibt auf jeden Fall Leute, die sind too far gone. Da kannst du nichts mehr machen. Ja. Aber ich denke schon, dass es so ein paar gibt, die so, ja, der Trump, okay, der sagt, er hat Jobs und so. Ich gucke mir das mal an. Warte mal, der ist gar nicht so geil. Ja. Und ich glaube, es hilft da auch, dass Joe Biden, der ist eigentlich auch ein Konservativer, wenn man es so will. Klar, der ist in ein Ja. paar Punkten ein bisschen linker als Trump so, aber der ist eigentlich auch fast ein Republikaner mit seiner Politik. Und ich glaube, dass das schon gut gehen kann, dass Leute sich denken, okay, wenn es wenigstens nicht Hillary ist, Ja. oder Bernie Sanders, der böse Sozi, Der Alter. linksradikale Ja. Kulturmarxist, das geht gar nicht. Ich glaube, der hat auch den Fehler gemacht, er hat sich im letzten Wahlkampf hat er sich nicht sozialer Demokrat genannt, sondern demokratischer Sozialist. Und ich glaube, Sanders? ja,
Cool. Also an sich geil, aber ich glaube, dass, also wenn Ausländer, wenn Amerikaner Sozialist hören, da flattert alles. Das passt ganz gut, weil der hatte diese Woche einen Clash mit Elon Musk. Der hat nämlich ihn kritisiert für sein Socialism. Und da hat Bernie Sanders ihn ganz freundlich darauf hingewiesen, dass Elon Musk ja Millionen, nee, Milliarden an Unterstützung der Regierung bekommen hat. Denn das funktioniert in Amerika. Sozialismus gibt es nur für die großen Firmen. Hm. Für die Menschen an sich gibt es das nicht. Auf keinen Fall, ja. Weil der Staat nicht von den Menschen profitieren kann, deswegen. Ja. Ja, es ist echt sehr, sehr dumm, aber ich freue mich, dass es dieses Interview gibt. Ich habe es auch im Stream geguckt, auch wenn ich irgendwie für 37 Minuten 2,5 Stunden oder so gebraucht habe, weil ich auch immer wieder irgendwas dazu sagen wollte. Und es gibt solche, Alter, er holt dann halt solche Grafen raus, die alleine schon so aussehen, als wurden sie für ihn zurechtgehamstert. Das ist ja auch so richtig, sehr einfach. Ja, sind, super ja. Vereinfacht, übelst groß und so und dann nur 4 Balken und da ist dann natürlich Amerika das Beste. Da gibt es so ein schönes Zitat: We're last, which means we're first. Es ist wirklich so groß. Oh Mann, ey, ich Man, kann nicht, woman, wenn person, ihr ein bisschen, camera, TV. Genau. Wenn ihr Interesse dran habt, schaut es euch auf jeden Fall mal an oder schaut euch mein Stream dazu an. Kannst du doch mal hochladen, sowas bei YouTube, oder? Ja, also ich lade halt meine Streams ungeschnitten hoch. Wenn ich wirklich krasse Highlights habe, dann bearbeite ich das nochmal und schneide das zusammen. So. Aber sonst, da mache ich lieber Hauptkanal-Videos. Hm, verstehe ich. Ja, ist ja alles Zeit. Also wenn ich jemanden hätte, der irgendwie sagt, yo, ich schneide irgendwie die Highlights aus dem Stream, meldet euch bei mir, wenn ihr Bock habt, Stream-Highlights zu schneiden, dann würde ich die auch irgendwie auf dem Robin aus der Raffel-Kanal hochladen oder so. Aber ich würde halt... Du musst was anbieten, Robin, du musst irgendwas machen, verwegen, du bist dann VIP im Twitch oder so. Oder? Ich kann in den Titel, du bist dann VIP im Twitch-Chat, genau, und ich kann auch in den Titel schreiben, was weiß ich, Schnitt von cooler Typ, so. Schnitt von cooler Typ, ja. Oder cooler, coole Typin. Coole Typin, sorry, ja. Hm. Also wer da Bock drauf hat, meldet euch gerne, aber also ne, ich kann euch leider nicht bezahlen, kann mich selber nicht bezahlen. Ich muss jetzt schon wieder 22 Euro Zoll zahlen für ein scheiß Kostüm. Danke, Merkel! Ja. Ja, Trump gab's noch das Ding, dass er TikTok jetzt endgültig unter Druck setzt. Ja, er möchte, er hat eine Executive Order unterschrieben. Ich weiß nicht, eigentlich heißt das dann sofort, dass das auch passiert. In 45 Tagen, glaube ich, okay. Ist es so, dass das TikTok jetzt irgendwie an eine US-Firma verkauft werden muss. Sonst wird es verboten. Okay. Also der Handel wird verboten für TikTok. Und nicht, das ist schwierig. Nicht nur TikTok, sondern auch WeChat. Und beide sind ja quasi Unterfirmen von Tencent. Hm. Habe ich auch heute schon in die Oase gepostet, jetzt schnell in Tencent investieren, diese Drecksfirma, weil die Aktie natürlich jetzt sinkt und die wird auch wieder steigen, weil es ist fucking Tencent. Tencent gehört einfach alles. Und ja, super geil. Macht das übrigens nicht, wenn ihr ein bisschen Moral haben wollt. Unterstützt. Aber wenn ihr Geld haben wollt, dann schon. Wenn ihr Geld haben wollt, dann macht das vielleicht. Dann gönne ich euch, wenn die Aktie weiter sinkt. Nein, beschäftigt euch gerne mal mit Tencent und vielleicht kurz als Zusammenfassung, weil TikTok ist ja für das Spionieren in der Kritik, weil es genau. Halt sehr viele User-Daten frisst. Auch wenn du einmal zum Beispiel Standpunkt aktiviert hast, wenn du ein Video uploadest und dann aktivierst, dass du dazu schreibst, wo du das aufgenommen hast und das wieder ausmachst, macht es TikTok aber nicht aus, sondern checkt weiter, wo du bist. Und solche Sachen sind da halt eingebaut. Dann wissen die Chinesen, wo du bist. Ungefähr. Der große Unterschied ist halt, weil dann viele sagen, klar, Google, Facebook, ne, die alle machen das auch. Aber erstens nicht ganz so krass und zweitens ist es halt ein Unterschied, weil das sind Firmen, die agieren privat, weitestgehend privat. So. Ja. Und bei Tencent ist es halt so, dass keine einzige Firma in China macht irgendwas, was die Regierung nicht will. Ja. Das heißt, die Regierung ist diese Firma, ja, jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Und okay, also man kann auch argumentieren, Amerika ist gerade auch nicht mehr die lupenreinste Demokratie. Aber China ist da vielleicht doch noch mal eine Ecke schlimmer. Und da sollte man sich vielleicht 2-3 Mal überlegen, ob man da Bock drauf hat. Gut, das also ganz kurz, ganz, ganz vereinfacht zusammengefasst. Ne? Und Facebook hat ein Trump-Video gelöscht, in dem er behauptet hat, dass Kinder
in Anführungsstrichen, fast immun Alter, sein ja. vor Und einen Corona. Tag später ist auch, ich glaube auch in Georgia, ist ein 7-Jähriger an Corona gestorben. Geil, oder? Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das junge ist, Menschen sterben, aber nicht ja. ausgeschlossen. Und vor allem können ja auch Kinder eine Vorerkrankung haben, wie jetzt Asthma oder sowas. Und dann sind sie halt Risikogruppe und sterben an Corona. Also ich glaube, in der letzten Woche sind, glaube ich, in Amerika 3 Kinder an Corona gestorben und nicht an irgendwie Vorbelastung oder so. Aber das ist, kennst du diese Curb Your Enthusiasm Memes? Wo dann dum, 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 ja, stimmt, ja. So, das ist perfekt. So, Trump sagt, Kinder sind immun, einen Tag später, 7-Jähriges weg. Alle tanzen glücklich um den Leichnam rum. Huhu. Ja, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll. Macht die Schulen alle auf, denn die Economy. Die Wirtschaft, ganz wichtig. Wenn ja. die nicht funktioniert, dann brauchen wir auch keine Menschen eigentlich. Ja. Erst Wirtschaft, dann Menschen. Es gibt ansonsten noch 2, 3 Sachen, die in diese Richtung passiert sind. Und zwar hat eine Frau jetzt die Genehmigung bekommen, mit ihrem Lawsuit weiterzumachen. Gegen Trump. Mm, ja. Geht es auch um Vergewaltigung. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel über Trump und Vergewaltigung. Der ist sehr, sehr lang. Ich habe keinen Artikel. Ich glaube, es sind über 20 oder 30 Fälle. Das heißt, Trumps Vergewaltigungen sind relevanter als ich. Ja, das war ein Scheiß, durchaus. Ey. Und, das fand ich auch ganz gut, aber da will ich mir nicht die Hoffnung zu hoch machen, die Deutsche Bank hat jetzt nach Jahren des Hin und Hers die Daten freigegeben zu Trumps Interaktionen mit selbiger. Oh. Und da kann es natürlich sein, dass da dann was rauskommt, was ihn schwer belastet oder dass er vielleicht wirklich gar nicht so reich ist, ja, weil für seine Supporter ist das sehr wichtig, wenn die gesagt bekommen, ey, aber der hat irgendwie ein Casino bankrott gehen lassen, was eigentlich gar nicht möglich ist, ja, weil ein Casino macht einfach immer Plus. Kontostand 60 Euro im Dispo. Ja. Die Sparkasse ruft bei Trump an. Und dann das Letzte noch, was auch in diese Richtung geht, hat nicht ganz was damit zu tun, aber die NRA, die National Rifle Association, wird jetzt wohl aufgelöst, hat der was heißt das, General Attorney, also der, keine Ahnung, der Hauptanwalt von New York, keine Ahnung, also irgendein so großes Tier, Staatsanwalt, ne? Der hat das beschlossen, denn... After Fraud Investigation. Ja, Fraud Investigation, die haben irgendwie... Also das ist eine Non-Profit-Organisation, hat aber irgendwie für die Mitglieder insgesamt, ich glaube, 65 Millionen oder so an Profit gebracht. Und das ist irgendwie nicht... Da hängt Trump auch irgendwie ein bisschen drin. Dann schreien jetzt alle, ah, aber meine Weapons, Second Amendment und so. Ist aber alles Bullshit. Diese Rifle-Organisation braucht man nicht, um Waffen zu haben. So. Egal. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding. Direkt albanische Hochzeit gemacht, die ganzen Leute wild in die Luft geschossen. Mal gucken, was da jetzt noch passiert. Fast nur schlechte Nachrichten die Woche. Ja. Fast nur schlecht. Außer die Ärzte so ein bisschen. Die letzte Hoffnung, ne? Die letzte Hoffnung sind die Ärzte tatsächlich. Explosion. Und der andere Doktor. Doktor Disrespect. Den kennst du ja jetzt. Den kenne ich jetzt auch, genau. Gut. Sehr modisch. Ein Stream-Kollege quasi von mir. In diesem Sinne können wir die Woche zusammenfassen. Ja. Also die Explosion ist halt hart. Ich sag's, wie es ist. Die Explosion katapultiert die Ladung der Woche nach oben. Es war halt kein Angriff, ja. Das macht's, es gibt Minuspunkte. Das stimmt. Aber Pluspunkte, weil das... Pluspunkte, weil das Land eh so leidet. Das stimmt. Und weil die ganz dumm waren und neben so ein Getreidesilo ja. so eine Firma hinbauen, so eine fucking Firma, die Feuerwerkskörper herstellt. Das ist einfach wie in einem schlechten Film, in einer Komödie irgendwie. Naja. Zu was tendierst du, Tino? Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich finde es aber auch jetzt nicht so abgefahren. Also es ist schlimm, aber ich finde es jetzt nicht irgendwie weltkriegsfördernd, weißt du? Ich glaube, für dich ist der große Unterschied, dass du nicht diese Millionen Videos verfolgt hast, die davon veröffentlicht wurden. Doch, ich habe mir jeden einzelnen Winkel angeguckt, Alter. Jeden Winkel. Doch, es war schon ein Riesending. Also, aber gehen wir auf eine 8 hoch, glaubst du, dass es so hoch ist? Also 7,5 würde ich, glaube ich, mindestens. Nee, ja. ich glaube auch 8, weil dieses Axios-Interview, ich sag's dir, das ist hoffentlich ein Turning Point, aber in jedem Fall wird es irgendwie in den Geschichtsbüchern auftauchen. Das bringt Trumps Stuhl zum Wackeln so ein bisschen. Man hofft's. Also seinen rechtlich legitimierten
Stuhl, aber, ja. aber sein, der hat ja noch ganz andere Stühle, ja. Seinen Stuhlgang kann keiner vorhersehen. Und ich habe ja letzte Woche auch gesagt, wie es möglich wäre, dass er vielleicht am Gesetz vorbei weiterhin Präsident bleibt. Das sind noch über 100 Tage Zeit bis zur Wahl und dann nochmal irgendwie 90 Tage oder so, bis es tatsächlich zur friedlichen Machtübergabe kommt, hoffentlich. Übergabe, achso, wenn es ein neuer ist. Ja, ja. Und da kann halt echt noch viel passieren. Alter, ich erinnere mich immer wieder an diese Rede von Adam Schiff. Richtig geiler Typ, richtig guter Rhetoriker. Da im Impeachment hat er immer so die Endreden gehalten. Da habe ich jedes Mal Gänsehaut gekriegt, Alter. Und der hat halt im allerletzten Prozesstag von dem Impeachment hat er gesagt, okay, hier ist jetzt gelaufen so. Wenn er jetzt nicht aus dem Amt gehoben wird, okay, es ist nicht mehr so viel Zeit. Bis dahin, was denkt ihr, wie viel, man merkt, ich bin nicht ganz rhetorisch auf seinem Level, was denkt ihr, wie viel Schaden er einrichten kann? Und er sagt so, a lot. A lot. Und das war halt vor Corona und die ganze Scheiße, Alter. Weißt du, wie fucking recht dieser Mensch hatte? Es ist ein so krass. Ein Lot war die Antwort. Ein Lot, Alter. Okay, also ich würde auf jeden Fall auf die 8 wollen. Das Interview, die Explosion. Punkt 8 machen wir, von mir aus. Bin und ich kommen dabei. Kommen hier Ärzte. 21. hast du gesagt. 21.8. 24. glaube ich, oder sowas. Auf jeden Fall ein Freitag immer. Okay. Da kommen Singles raus, habe ich gehört. Das ist auch so hässlich, ne? Dass sich alle halt diesem Algorithmus da so beugen. Es ist für die Charts relevant, weil da fangen dann die Chartrechnungen an. Macht schon Sinn. Ja, ist doch wack. Aber ich verstehe es. Gut, dann machen wir das so. 8 von 10. Gute Woche. Bitte mehr davon. Nicht von allen, aber mehr Ärzte, bitte. Ich sag's so, wie es ist. Wenn diese Explosion in Bayreuth gewesen wäre, würdest du auf einen 9,5 gehen. Mindestens, das schon, ja. So. Weil es halt näher dran ist. Ja, ist einfach dumm. Ist ja auch ein deutscher Podcast, den wir hier haben. Ja, das stimmt, aber wir sind ja nicht die Bild-Zeitung. Noch nicht. Noch nicht, hoffentlich bald. Okay, Leute. Nächste Woche ist Jubiläum. Da müssen wir backen, glaube ich, ne? Ja, machen wir. Einen veganen Käsekuchen. Obwohl vielleicht nächste Woche ausfallen muss. Reden wir später drüber. Oder vielleicht verschieben wir es auch ein bisschen. 1-2 Tage. Weiß ich nicht. Ihr kriegt es mit. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall schön mit euch. Küsschen hier, Küsschen da. Die Musik. Aua, mein Trommelfell. Ich sterbe. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche hoffentlich. Oder übernächste Woche. Spätestens. Oder in 3 Wochen. Tschüss. Das stimmt.